Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Wir haben den Klassenerhalt schon mal geschafft. Wow, in einer packenden Partie. Ihr müsst euch die nochmal angucken, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Also die letzte Folge angucken. Heute ist unsere englische Mannschaft wieder dran. Wir sind noch ungeschlagen diese Saison. Wow. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass ich so die Liga 3 rocke. Muss ich ja schon förmlich sagen. Rocke. Und wow, und jetzt ist natürlich das nächste Ziel der Aufstieg. Also da brauche ich noch zwei Siege für. Oder einen Sieg und zwei Unentschieden. Fünf Spiele haben wir noch Zeit, in Gottes Namen. Da ist viel Zeit, die wir mal einfach haben, wo wir das vielleicht noch möglich machen können. Das wäre natürlich schön, wenn wir es hinbekommen. Und ich glaube, das Matchmaking dauert wieder ein bisschen. Deswegen bis gleich. Da habe ich auch schon den Gegner gefunden und ja, dann fangen wir auch gleich wieder an. Versuchen unser Bestes. 85er bewährte Still, Kill Me. Okay, nettes Team. Boah, spanische Liga. Das nicht mal so unnice ist das Mann, die Mannschaft. Also, wow. Ich weiß nicht, wie er die auf 85 gedrückt gekriegt hat, aber er hat es geschafft. Auf jeden Fall. So, aber nichtsdestotrotz, so eine Mannschaft können wir auch platt kriegen. Wir haben auch eine 85er bewertete Mannschaft. In Gottes Namen, da ist viel drin. Das geht. So, nochmal kurz zurückgehen. So. Young steht hier Premium im Abseits. Shit, wäre eine schöne Möglichkeit direkt zu Anfang gewesen, wenn wir hier nicht im Abseits gestanden wären. Schade, schade, schade. Weiter Ball. Guter Versuch. Aber nichts da. Ganz ruhig und besonnen hier im Spiel spielen. Oh, mich flasht immer noch die letzte Partie. Weil ich bin ja immer noch am selben Tag am Aufnehmen. Also schon richtig Premium, wie es hier gelaufen ist. So, mal ein bisschen verlagern hier. So, hat nicht ganz funktioniert, aber kann man schon mal beibehalten. So, Dembélé. Oh, komm. Oh, da haben wir den Ball nicht kontrollieren können. Schade. Kontrolle ist alles im Fußball. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Da trickst du sich ins Aus. Das finde ich schön. Kann ich direkt mal genehmigen. Ist mal erlaubt von meinem Gegner. So, zu Sturridge. Sturridge snackt sich gut durch. Sieht Sanchez. Sanchez, oh, kann ich abziehen, aber wer ist da? Alter. Boah, komm, ey, macht doch einer das Ding da rein. Vermaledeite Scheiße. Es kann nicht wahr sein. So, Alter. Drei, viermal die Möglichkeit, aber irgendwie war der Gegner immer noch mal dran und hat mir die Tour versauen können. So, der Pass ging mal gepflegt in die Walachei oder zu mir eher gesagt. So, Storage, Tempo rausnehmen. Werde ich umgenölt. Kein Elfer. War kein Torschuss an sich. Deswegen, oh, kriege ich auch das Foulspiel nicht. Auch wenn ich im 16er war. Da war ich nicht zu sehr, nicht weit genug auf Ding orientiert. Zum Tor orientiert. Boah, Digia. Den Konter meines Gegners einfach mal abgefangen. Oh, nicht wirklich. Coleman hat sich verletzt. Der wird schon wieder, hoffe ich jetzt mal. So, Einwurf für uns. Schnell ausgeführt. Nicht, dass mir mein Gegner alle zustellen kann. Ja. So, hier mal offensiv nach vorn gepasst. Hat funktioniert, mehr oder weniger. Sanchez ist dran gewesen, kurzzeitig zumindest. Oh. So, war wohl nix. Außer Spesen nichts gewesen. So, Todesdreieck erstmal ansetzen. Sanchez. Ah, shit. Habe ich zu spät geschalten. So, gib mir den Spieler. Boah, gerade noch hingekommen. Flanke kommt. Ah, nicht mal so kacke. Aber leider können wir den Ball nicht besitzen. Ja, da macht er eine schöne Seiteneröffnung. Kann abziehen, die Gea hält den. Wunderbar. Finde ich nice. Boah, der war. Da dachte ich, dass Storage anders läuft.
Alter, was war denn das bitte? Dass er den noch drüber heben muss. Glaubt man ja nicht. So. Ah, shit. Wäre zu schön gewesen. Boah, nee. So, aber jetzt. Jetzt können wir bitte kontrolliert spielen. Boah. Wir das nicht so kommen, wie ich es gerne hätte. Boah, Jan kommt auch nicht an den Ball. Einwurf aber für uns. So, schnell mal geworfen. Dembélé, komm. Alter. Und kein Foulspiel. Genau, Schiri. Hast du Tomaten auf die Augen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dass sowas kein Foulspiel wäre. So wie ich da hingelegt wurde. So. Ich wollte eigentlich mit Young dahin, aber egal. Sage ich mal nichts, FIFA. Der wäre ein bisschen besser für die ganze Situation gestanden. So, nochmal so ein weiter Ball. Ah, shit. Funktioniert nicht immer. Aber immer öfter. Ah, ein Trickser. Schon kleiner zumindest. Tja, meint wohl, der kriegt mich so aus der Fasson. Oh. Ja, wenn ich solche Fehler mache, das ist natürlich dann schon Kacke. Oh, boah, zum Glück drüber geköpft. Heieieiei. Erstmal ganz gemütlich umsetzen. Ah, puh. Da habe ich nicht richtig. Da mache ich nochmal so einen Bobby-Fehler. Oh, der schießt ja aus jedem möglichen Winkel auf mein Tor. Und hofft da wirklich drauf, dass er ihn reinkriegt. Das ist ja krass. Oh, nicht wirklich. Das zieht er gleich wieder ab. Boah, abseits. Oh, meine Rettung. Meine Rettung. Ohne Scheiß. Glück muss man auch haben. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass der Ding ist. Abseits. So, schön durchgesetzt. Jan kriegt den. Boah, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt immer noch so hibbelig von der Partie vorhin? So, komm. Oh, ich komme aber auch nicht gut genug am Mittelfeld vorbei. So. Das wird schon irgendwie. Mittendrin. Ich hoffe halt nur, dass die eine Chance, da wo wir drei oder viermal draufziehen konnten, nicht die einzige Chance bleiben wird, die wir im Spiel hatten. Das ist schon meine Hoffnung. Oh, komm, ey. War ich wieder zu abgelenkt von allem. Was Foulspiel, wirklich. Ich war doch noch am Ball. Da hätte ich jetzt mal abgesehen davon. Von diesem Foulspiel. Aber naja, wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Ja, Passgenauigkeit ist bei beiden Seiten grottig. Also ich glaube, wer die Pässe kontrollieren lernt in dieser Partie, ist vorne dran. Ach komm. Und dann solche einfachen Pässe funktionieren dann nicht. Hi, Rodriguez kommt dahin. Boah, aber De Gea hält den. Heieiei. Schon eine prickelnde Situation hier. Kopfball, De Gea hebt den drüber. Nächste Ecke. Er geht einfach mal durchs Netz. Respekt sei da nur. Jetzt macht er den kurz. Und dann hoch hinein. In die grüne Parade. Wow, Storage sauber mitgenommen. Tempo raus, scheiß drauf. Oh, verzockt. So, aber den haben wir. Den haben wir schön. So, Young, renn richtig. Renn richtig und da ist er drin. Putz! 1-0, 63. Minute. 53. Nicht 63. 1-0, wunderbar. Es geht doch. Es geht doch. Mann, so eine Freude einfach. Wunderschön. Ha, passt. Vorm schön vollendet.
Ja, gib mir einfach mal den Ball, danke. Ich hätte gerade mal einen Textchat gerne. Weil da hätte ich ihm schon gerne Danke gesagt. So, abgefangen. Schön zur Storage angekommen. So, Ball kommt. Ah, schade, hat er bekommen. Ah, geh hin. So. Schön im Dreieck gespielt. Schade, Foulspiel aber. Da können wir was probieren. Komm, Sanchez. Schöner Schuss. Ging sogar schön aufs Tor, also kann man nicht meckern. Ging schön am Kasten vorbei. In den Kasten, Richtung Kasten. Ah! Da hat er sich zurückorientiert, da sollte man dann nicht unbedingt sofort den hohen Steilpass versuchen. Ist nicht unbedingt dann das Premium-Ding. Ja, was mache ich denn? Ball laufen lassen, genau so. Oh, ne. Dann spiel dann ins Aus. Einwurf für uns, komm. Kommt hin hier. Boah, da wollte ich nicht hin, aber egal. Momentan habe ich es nicht mit den Einwürfen. Boah, grätsch ich vorbei. Aber den haben wir abgenommen. So, Young läuft. Schade. Gute Möglichkeit. Ja, wir drücken hier gut immer noch auf den Gegner ein. Gefällt mir. Boah, schieße ich den Gegner an. Ballnehmer mit. Drin ist er. 2-0. 66. Minute. Es funktioniert. Was wir machen. Es funktioniert. Es zermürbt den Gegner. Und so werden wir glücklich. Und froh und munter. Oh. Kembe. Jetzt gibt er mir den Ball schon wieder. Will er da irgendwie was triggern, indem dass er mir den Ball da gibt? Das könnte ja auch sein. So, Young. Young! Drin ist er! 3-0! 68. Nicht runterzählen, hochzählen. Wäre eine Ansage. Also ich glaube, wenn er mir den Ball gibt, dann macht er sich die Chance ein bisschen selber kaputt. Ist mal wieder so eine kleine Schlammschacht. Sieht man auch an den Trikots der ganzen Spieler. Finde ich schön. FIFA 16, glaube ich, wird da noch eine Schippe drauflegen. So, komm schon. Boah, wunderbar. Da haben wir die Lücke einfach gesehen. Wenn er mir den Ball wieder gibt, dann glaube ich es aber. Oh, diesmal nicht. Ich glaube ja nicht dran. Um ehrlich zu sein, da hat sich mein Gegner am Anfang mit seinem Tricksen sehr viel selber zerstört. Abseits, Glück gehabt. Gut, aber den Ball haben wir abgefangen. So, mal gucken, ob ich ankomme mit dem Ball. Ne, natürlich nicht. Das kann ich nicht so. Die Freistöße auf den Mann gehen bei mir nicht. So, magisches Dreieck wieder angesetzt. Deutsch. Oh, verliert den Ball. Hat mich jetzt gewundert. So, aber im Passweg sind wir gut drin gestanden. So, nach vorn. Ramsey hat Raum. Raum für mehr. Oh, schade. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein 4-0 mache, dann Rage quittet er mir doch. Oh, er trickst immer noch. Er glaube ich, er versucht es immer noch. Ah, nice. Auch wenn es nicht funktioniert. So, Storage, komm. Oh, da geht er durch. Oh. Oh, kriegt den Ball nochmal. Alter, was ist da los? So viel Glück muss man erstmal haben. So, Kopfball vielleicht? Ne. Aber so ein Distanzschuss? Na, hätte schöner sein können. War halt nicht der gekonnte Distanzschütze gerade. Glaube ich am Ball. Ist vielleicht noch ein bisschen versprungen. Aber bei einem Spielstand von 3-0 ist mir das auch relativ egal, was da passiert ist. Hauptsache 3-0. Für mich, nicht für meinen Gegner. So, weg damit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da De Gea hingeht. Ah, komm, nimm den Ball an. Danke.
Sanchez. Ole Sanchez. So, Storage, lauf mal ein Stück. Ah, schade, der wollte nicht ganz durchstarten. Er denkt sich auch, ach, 3-0, wieso soll ich arbeiten? Kann man sich irgendwo vorstellen. Was, Foulspiel? Hä, wo, wie, was, hä? Wo hätte ich denn bitte... Ah ja, lass ich mal dem Schiri die Meinung. So, was machen wir denn? Die letzten 5 Minuten noch. Vielleicht noch so ein schönes Tor über Yang. Ah, hätte ich nicht reindrehen brauchen. Schade. Kann ja mal klappen und mal nicht. Oh, wärst du halt weitergelaufen, Sturridge. Hat er Angst gehabt, dass er im Abseits steht, wenn der Ball kommt. Aber zu null wäre natürlich auch eine Sache hier zu gewinnen. Immer noch in Liga 3 und es ist meine erste Saison in Liga 3, die ich je in Liga 3 verbringe. Also ich war noch nie in Liga 3, muss ich nochmal dazu sagen. In keinem FIFA je. Also deswegen bin ich überglücklich, dass die Saison so genial läuft. Und ja, vielleicht kriegen wir den krönenden Abschluss mit dem Aufstieg ja noch hin. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Da hätte eigentlich zu Storage direkt gehen sollen und nicht über Umwege. Naja, kann man nichts machen. Komm, 5 Minuten Nachspielzeit. Die dürften aber auch gleich rum sein. Kein Abseits. Jetzt will ich ihm aber den Ehrentreffer trotzdem verwehren. Und wir gewinnen 3-0. Wollte ich eins machen, weil ich es gewohnt bin, dass ich nicht zu null gewinne. Ja, passt. Puh, 3 Punkte nur noch, dann haben wir den Aufstieg auch in der Tasche. Das wäre so geil. Und wir sind immer noch ungeschlagen. Der Wahnsinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao.